Der Friede sei mit dir. Ich heiße dich auf dem Weg Gottes willkommen. Was wirst du in dieser Episode Neues entdecken? Es geht um den Weg zur Erlösung. In diesen Momenten wirst du einen Feind enthüllen, der dir so nahe ist, den du aber weder sehen noch hören kannst. Es ist dir doch möglich, seine Anwesenheit deutlich zu spüren. Während du illusorisch glaubst, das Leben zu genießen, quält es dich schonungslos. Es ist dein schlimmster Feind. Du fragst dich jetzt bestimmt, was es sein kann. Der Prophet, Frieden und Segen auf ihm, sagte: Dein schlimmster Feind bist du selbst, welcher in dir verborgen ist. Ja, du bist dein eigener Feind. Daher ist die wahre Kenntnis über dich selbst der einzige Weg, um deinen Feind zu bewältigen. Denn Sieg über dich selbst zu erringen, bedarf ein tiefes Verständnis deines Wesens und Seins. Was ist das menschliche Sein? Das menschliche Sein ist eine Kombination aus physischem Wesen und einer spirituellen Seele. Selbstverständlich kannst du deinen physischen Körper erkennen. Hast du dich jedoch jemals gefragt, was die Seele ist? Erstaunlicherweise gehen die Geheimnisse einer Seele weit über unsere Vorstellungskraft hinaus. In deiner Seele liegen viele Zeichen und Geheimnisse, durch welche Gott erkannt werden könnte. Das Wissen über die Seele ist aber sehr begrenzt, doch diese wenigen Informationen genügen, um uns zum Licht zu führen. In jeder Seele existiert das Gute und das Böse gleichermaßen. Während des Lebens kämpfen das Gute und das Böse einen erbitterten Kampf, um den Körper zu kontrollieren. Wenn die richtige Entschlossenheit nicht vorhanden ist, die Seele zu läutern, wird das Böse langsam die Macht über deine Handlungen übernehmen und deinen Körper zu einem Sklaven schlechter Handlungen verwandeln. Es ist hier absolut notwendig zuzugeben, dass eine nicht gereinigte Seele nicht nur den Glauben eines Individuums zutiefst beschädigt, sondern ungerechterweise auch die der Mitmenschen um einen. Das macht dein Ich zum schlimmsten Feind. Es ist nun klar, wie die Seele den Körper treibt. Doch wunderst du dich nicht, wie wiederum die Seele getrieben wird? Gott versorgte uns mit instinktiven Kräften, die wir nutzen können, für gute und böse Handlungen. Die beiden Hauptkräfte sind Wut und Begierde. Wut resultiert in dir Mut. Doch diese Kraft zu missbrauchen führt zu Sünde durch Feigheit und unvernünftigen Handlungen, welche dich und der anderen schadet. Begierde. Sie hat das sexuelle und weltliche Verlangen inne, in uns geprägt, um unsere Art beizubehalten. Es treibt aber auch dein Verlangen, Gott durch Erkenntnis näher zu kommen. Genau diese Kräfte weise zu nutzen, führen zu Zufriedenheit und Reinheit. Diese jedoch zu missbrauchen, führen zu Gier und Gefräßigkeit. Du musst dich selbst fragen: Bist du hauptsächlich von Mut oder Furcht getrieben? Bringen dich deine Begierden Gott näher oder trennen sie dich eher von ihm? Wenn die sinnliche Begierde einen treibt, fangen die Menschen an, die Befehle der bösen Seele nachzugehen. Diese wiederholenden Verhaltensweisen wandeln sich erst in Handlungen und werden dann zu Gewohnheit. Wenn wir uns die Sünden der Menschen heutzutage ansehen, kommen wir bedauerlicherweise und schmerzhaft zur Erkenntnis, dass diese aus der Sucht hervorgehen. Deinen Feind also zu kennen, macht dich in Bezug auf die Gefühle und Emotionen bewusster und selbstsicherer. Erkenne genau, was deine böse Seite aktiviert.
Das eigene Ich zu kennen bedeutet also folgende Eigenschaften zu verstehen. Egoismus, Eitelkeit, Feigheit, Lust, Temperament, Faulheit und Sorge. Fange jetzt an, indem du deine Taten und Angewohnheiten analysierst. Bestimme dann, welche Angewohnheiten deine Ziele wirklich einen Nutzen bringen und welche es nicht tun. Sei dir im Klaren, solange du atmest, existiert Hoffnung. Es spielt keine Rolle, wie viele schlechte Angewohnheiten du dir bereits angehäuft hast. Sei dir sicher, dass du die bösen Befehle verringern kannst. Und werde zu dem, den du immer werden wolltest. Alles, was du brauchst, ist die Entschlossenheit, mit dem Bösen endlich zu brechen und die Bereitschaft, Schmerz zu ertragen. Wenn wir frei sein möchten, dann müssen wir auch den Preis für die Freiheit bezahlen. Syntax.de. Der Tod genügt als Ermahnung.